herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Rahmen der Dreizack-Chronik mit mir, Helmer Rudolf, aus dem Schatzimmobil. Das Bärchen ist mal wieder dabei. Es passt auf, es guckt mir über die Schulter, dass nach vorne die Straße frei ist, denn nach hinten ist sie garantiert frei. Und im heutigen Video dreht es sich um ein interessantes Thema, zumindest aus meiner Sicht, sonst würde ich es nicht machen. Und zwar ist der Anlass der Begriff Community. Und das war jetzt ein Zoom-Call, den ich hatte als Teil des Zeitgeist-Unternehmernetzwerks meiner lieben Freundin Daniela Hillers, wo wir uns zum ersten Mal live zusammengefunden haben, also live online zusammengefunden haben und unter anderem auch über die Bedeutung des Netzwerkens gesprochen haben, wo jeder sich vorgestellt hat, ne, aber auch dann, wonach er gerade sucht. Weil alle haben ja irgendwo noch Wünsche oder Bedürfnisse oder Anliegen, die verbessert, optimiert werden können. Und da kam mir gar nicht mal, um das in Frage zu stellen, aber so, ich habe immer so diesen gleich diese ketzerischen, entgegengesetzten Gedanken. Und genau das möchte ich thematisieren. Denn du hast auf der einen Seite die Community. Die Community gibt dir einen Zusammenhalt, Unterstützung, Gleichgesinnte, aber natürlich auch Netzwerkmöglichkeiten. Das heißt, du kannst dich mit den anderen austauschen und dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, eben auch Geschäfte zu machen. Ne? Weil du ja sagen kannst, guck mal, das brauche ich gerade und wie sieht's denn aus? Passt das bei jemandem von euch? Trifft das auf jemanden zu? Kann mich da jemand unterstützen oder mir da aushelfen? Auf der anderen Seite gibt es aber den nicht unbedingt Lone Ranger oder den einsamen Wolf, aber den Einzelgänger oder eben das Gegenteil von der Community, die Arbeit an sich, mit sich, für sich, in der Stille, unabhängig von anderen. Und worauf ich hinaus will, mit diesem Video, was wahrscheinlich gar nicht so lang wird, ist, dass du wieder darauf aufmerksam gemacht wirst, dass es immer beide Komponenten gibt. Dass weder das eine Extrem, das heißt hier alles muss Community, 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 Community sein, noch das andere, dieses Einzelkämpfer-Dasein, langfristig zuträglich ist der Sache. Das heißt, du solltest im Idealfall immer einen Ausgleich haben, schaffen zwischen Zeit mit anderen zum Austausch, zum Netzwerken, zum Expandieren, zum Unterstützung holen, gleichzeitig aber eben auch genug Zeit alleine mit dir für dich zu haben, wo du komplett unabhängig bist von äußeren Impulsen. Es ist durchaus möglich, dass das völlig banal ist und völlig selbstverständlich für dich, deswegen banal. Aber es kann auch sein, dass du oder dass das auf dich zutrifft, weil du dich vielleicht kurzfristig oder auch langfristig zu sehr auf die eine Seite geschlagen hast unter Inbetrachtnahme, was heißt das Gegenteil, außer Betrachtnahme, unter Ausschluss oder Vernachlässigung der anderen Seite. Vielleicht bist du zu sehr zum Einzelkämpfer geworden und hast dein Networking, deine Community vernachlässigt. Vielleicht bist du zu sehr in der Community aufgegangen und hast dich dort wohlgefühlt, aber gleichzeitig deine Eigenständigkeit vernachlässigt. Ja? Und wir brauchen immer wieder beides. Wir brauchen immer wieder beides. Denn die Zeit für uns stärkt uns genauso wie letzten Endes die Zeit mit anderen. Und das eine unter Ausschluss des anderen ist genauso kontraproduktiv wie das Gegenteil dazu. Das heißt, wenn du zu viel Einzelkämpfer bist, ist es genauso wenig gut, als wenn du zu sehr bedacht bist auf Zeit in der Community und dadurch deine Eigenständigkeit verlierst,
dadurch vielleicht sogar co-abhängig wirst, was ja das Risiko ist, immer bei zwei, ne, bei nicht nur dem einen, sondern dem anderen. Wenn du bei der Eins bist, wenn du alleine bist, wenn du den einen auf Einzelkämpfer machst, ist das super, um voranzukommen, ist das super, um Klarheit zu haben, ist das super für Initiative, für kreative Prozesse. Nicht zu sagen, dass das nicht in der Gruppe auch hilfreich und nützlich wäre. Aber die Einser-Energie ist halt eine ganz andere als eine Zweier-Energie. Und die Sicherheit, die Stabilität, die einem die Zweier-Energie gibt, kann natürlich auch zur Abhängigkeit führen. Und das wollen wir im Idealfall vermeiden, dass es da zu einer Abhängigkeit kommt. Das heißt, dass wir gar nicht mehr ohne den anderen können. Und das stellen wir dadurch sicher, dass wir halt immer wieder die Zeit mit uns suchen, ob das nun in der Stille ist oder ob das einfach konzentriertes Arbeiten ist, ohne dass andere groß daran teilhaben. Na, dass man die Stunden alleine hinterm Computer, wo auch immer, verbringt, um da schnell voranzukommen. Schöne, wunderschöne Gabel war ja da oben. Vielleicht ist das für dich gar kein Thema, aber vielleicht spricht es dich an. Auf jeden Fall hier wieder ein kleiner Hinweis, ein kleiner Impuls, was den Ausgleich zwischen dem Einzelnen und dem Gruppierten ausmacht. Ja. Alles hat seinen Vorteil, alles hat seinen Nachteil. Aber es ist letzten Endes eben genau der Ausgleich, der zwischen diesen beiden stattfindet, der das Ganze, Ausgleich, in Balance hält und im Gleichgewicht hält. Ja, wir haben ja die Worte dafür und das ist eigentlich schon so offensichtlich. Und dafür sorgt, dass es eben nicht extrem und dadurch lebenswidrig wird. Falls es dich anspricht, falls es auf dich zutrifft, mach dir mal ein paar Gedanken darüber. Mach dir mal ein paar Gedanken darüber, wo du stehst. Ob du diese Konstellation wirklich im Ausgleich hast, im Gleichgewicht hast, oder ob du dich entweder kurzfristig oder langfristig auf die eine Seite geschlagen hast und jetzt vielleicht durch dieses Video feststellen musst, dass das zu extrem geworden ist. Denn dieser gesamte Prozess der bewussten Lebensgestaltung dreht sich immer um ein Abgleichen, um ein Beobachten, um ein Kontrollieren der Situation. Das heißt, du machst aus dir eins, machst du zwei. Das heißt, du beobachtest dich bei deiner Handlung, du korrigierst dich, wo es notwendig ist. Und stellst dadurch sicher, dass du dich im grünen Bereich aufhältst. Dass es nicht extrem wird, dass es nicht lebenswidrig wird und dass du halt immer im sauberen Bereich bist, wo die Dinge aufgrund der Tatsache, dass sie sich im Ausgleich befinden, eben harmonisch miteinander agieren und interagieren. Und dass du nicht das eine machst, das andere aber komplett vernachlässigst oder entgegengesetzt. Einfach nur mal ein bisschen darauf achten, dass hier alles flutscht. Weil es ist ja oft so, dass wir im Arbeitsalltag untergehen und die Distanz zu dem, was wir tun, verlieren. Und vielleicht ist es gar nicht mal ein Thema von Community versus einsamer Wolf oder Einzelgänger. Vielleicht ist es ein anderes Thema und vielleicht ist dieses Video einfach nur dazu da, um dich darauf aufmerksam zu machen, vielleicht noch ein bisschen auf die Bremse zu treten oder vielleicht auch gar nicht, sondern einfach nur durch eine bewusste Entscheidung, dich von dir zu entfernen, um dich aus dieser Distanz zu beobachten und zu gucken, hey, was macht Helmer da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Ne? Habe ich mich in irgendetwas verrannt? Beziehungstechnisch,
arbeitstechnisch, gesundheitstechnisch? Bin ich irgendwo ignorant? Bin ich irgendwo nachlässig? Na, dieser kontinuierliche Prozess der Selbstreflexion steht im Zentrum unserer bewussten Lebensgestaltung. Das macht uns mächtig, weil wir letzten Endes durch die Beobachtung immer die Kontrolle haben, das heißt immer dann eingreifen können, ob wir es tun, ist eine andere Frage, aber eingreifen können, wenn wir feststellen, ups, das ist jetzt ein bisschen extrem, das hat sich zu sehr zu der einen Seite hinüber bewegt, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das wieder zur anderen Seite rüber bekomme. Und ja, ich weiß, das klingt alles abstrakt. Ja, ich weiß, ich gebe keine spezifischen Beispiele, aber das tue ich auch bewusst nicht, damit es für so viele wie möglich anwendbar ist, relevant ist. Denn wenn ich jetzt ein Beispiel nehmen würde, dann wäre das in gewisser Hinsicht plakativ, aber die Gefahr bestünde eben, dass das manche gar nicht interessiert oder die meisten vielleicht gar nicht interessiert. Und deshalb halte ich das bewusst abstrakt, damit es auch so viele wie möglich zutrifft und dementsprechend, damit der größte Nutzen oder sich der größte Nutzen für die höchste Menge ergibt. Das ist der Sinn der Sache. Ganz im Sinne des Master Key Systems auch, wo das nämlich drin steht. Also, ich will es nicht wiederholen, weil ich es nicht wiederholen brauche. Was ich aber noch nicht erwähnt habe, ist Folgendes. Wie für alles brauchst du auch hier für beide Sachen, also sowohl um dich in einer Community aufzuhalten, als auch um mal den Einzelkämpfer zu spielen, allein auf dich gestellt zu sein, brauchst du bestimmte Fähigkeiten. Und auch hier darfst du dich fragen, besitze ich diese Fähigkeiten? Wie gut stehe ich da auf einer Skala von 1 bis 10? Wie sehr liegt mir das Einzelkämpfer-Dasein? Kann ich das machen? Wie wohl, auf einer Skala von 1 bis 10, fühle ich mich in einer Gemeinschaft? Wie ist es, wenn ich online oder live mit vielen Menschen umgeben bin, von vielen Menschen umgeben bin? Da fühle ich mich unsicher auf diesem Parkett, weil es mir vielleicht an Selbstbewusstsein mangelt. Wenn es dir da an Selbstbewusstsein mangelt, ist es auch ganz schlecht, wirklich produktiv zu sein auf der Einzelkämpferseite. Dann bist du zwar allein, vielleicht bist du sogar einsam, aber du kommst nicht in den Genuss dessen, was ein konsequentes, konkretes Einzelkämpfer-Dasein, die Einser, die Ass-Qualität, dir bieten würde. Na, einfach mal ein paar Gedankenimpulse. Mehr kannst du sowieso nicht machen über ein Video. Die dein Bewusstsein schärfen und die im Idealfall dazu führen, dass alles schön im Ausgleich ist, dass sich alles in der Waage befindet und dass du keinen Extremen ausgesetzt bist. Weil Extreme bedürfen dann immer drastischeren Eingreifens im Vergleich zu den leichten Korrekturen, die du noch rechts und links in einem, sagen wir mal, gesunden Bereich des Mittelpunktes, dein Sweet Spot, ne? Dort, wie heißt denn das, hast, krieg den Satz nicht zu Ende. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also, Community, Gemeinschaft, alles schön und gut, alles super. Toll, neue Menschen kennenzulernen, toll, auf Gleichgesinnte zu treffen. Vor allem, wenn man irgendwas macht, wo man meint, man wäre alleine, oder wenn man irgendwas Neues gestartet hat und man sich noch in einem Umfeld befindet, das diesem deinem Unternehmergeist gar nicht zuträglich ist oder positiv zugewandt ist, sondern da eher die eigenen Programmierungen raushängen lässt und dann kritisiert und das versucht zu unterminieren oder was auch immer, dann ist eine Gemeinschaft wirklich was ganz, ganz Tolles. Sehr Nützliches, sehr Praktisches und vor allem Weiterführendes.
Gleichzeitig, du brauchst immer Zeit für dich selber, du brauchst immer deine Ruhe, du musst immer in der Lage sein, dich zurückzuziehen und dich auch dort wohlzufühlen. Damit du die Aufgaben, die du dir gestellt hast, die Meilensteine, die es zu erreichen gibt, dort eben auch erreichst. Und es ist natürlich nicht immer so, dass es da einfach eine klare Linie gibt, denn oft ist es eine Interaktion oder ein Zusammenspiel, schönere deutsche Wort, ein Zusammenspiel zwischen dem, was du in deiner Einsamkeit, in deinem Alleinsein eher erreichst und dem, was du dann durch die Community, durch die Gemeinschaft erreichst. Das soll es gewesen sein zu diesem Video. Wenn du da Hilfe brauchst, wenn du noch mehr von meinen Schlauheiten haben möchtest, aber auf deiner individuellen oder persönlichen Ebene, um weiterzukommen im Leben, du hast die Fragen, ich habe die Antworten, weil ich das seit geraumer Zeit mache und dir da schnell und konsequent weiterhelfen, nicht nur kann, sondern auch tue. Das ist natürlich nur für jene gedacht, die sich wertschätzen und die entsprechend auch die Wertschätzung im Außen sehen, das erkennen und anerkennen und dann sagen, okay, jetzt lasse ich mich von Helmer mal ein bisschen begleiten, ob das eine halbe Stunde ist oder ob das 9 Monate sind. Das spielt keine Rolle. Das kriegen wir hin. Ich verweise wie immer auf meine Webseite, Webseiten. Im Eingang ist eingeblendet helmer.de. Kannst du gerne nehmen, um erstmal noch auf Mr. Master Key zu kommen. Vielleicht, wenn das Video siehst, führt das schon wieder auf eine ganz andere Webseite. Aber wir haben eben zum Zeitpunkt dieses Videos noch Mr. Master Key, wir haben noch der beste Punkt Coach. Wir haben Sacred Symbols und wir haben das Mind Café. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Es war mir wie immer eine Freude. Es war mir ein Fest. Und ich weiß, du hast wieder etwas dazugelernt, bist wieder an etwas erinnert worden, was sehr, sehr wichtig ist. Gerade weil wir Individuen sind, aber dann trotzdem sehr viel Rückhalt, Stabilität, Unterstützung im Rahmen oder im Bereich einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten finden und uns dennoch befähigen müssen, auch nicht einsam, sondern allein zu sein, eigenständig zu arbeiten, um da konzentriert zu sein, nicht abgelenkt von irgendjemandem, kein Input, sondern einfach nur klare Entscheidung, klare Arbeit, fertig. Bis zum nächsten Mal. Was immer auch kommen mag. Vielen Dank, schön, dass du mit dabei warst. Ich muss jetzt mal wieder jemanden überholen. Hoho! Geht auch schön und schnell. Ciao, Kakao!